Hallo und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit dem Cordy LP, dem alten verrückten Trommler. Boah, das ist bestimmt voll laut. Jeden geht's dann schon. Wie viele Fragen kann man wirklich nur die zwei? Ach, guck mal. Was machst du? Wie geht das denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. Na, jetzt habe ich aber was gefunden für dich, ja? Oh! Klingt ja schon wie so eine Bass Drum. Das klingt wie ein Tom. So, ja, Spaß beiseite. Cool. Wie gesagt, das ist cool. Mit 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da hast du wieder was. Hat das Ewigkeiten gelernt und baut so ein schönes Ding nicht. Ja, und das ist so. Gibt's hier manchmal noch eine Gitarre da passend dazu? So, ja. Zieh mich doch mal einer aus dem Ding raus. Das ist ja schlimm. Ich wollte Metall holen. Ich muss dann doch noch mal zum Vulkan fliegen, wie es ausschaut. AG! Und ich habe jetzt noch die Kriegskarte gecraftet. Bin ich mal gespannt. Oh, die will ich mir erst noch angucken. Obwohl, lohnt es sich das jetzt noch zum Vulkan zu fliegen? In einer Folge habe ich das nie so ganz geschafft, obwohl doch. Aber hier so an die Wand, oder wie? Aber dann wird die doch nass beim Regen. Kannst du auch reinbauen. Ach du, das war jetzt eigentlich nur Spaß. Nur neben dem Kamin, sieht doch besser aus. Yay. E halten für mehr Optionen. Abreißen? Ja toll, und was bringen mir die jetzt? Aber okay, guck mal, wir sehen die Karte jetzt schon mal komplett, also mehr als wie unsere eigene Map. Das stimmt wohl leider. Da siehst du mal, dass rechts neben dem Vulkan noch ein größerer Berg ist, ne? Ja, aber das ist Schnee, ne? Oberen beiden. Ja, die oberen. Aber der rechte nicht. Ja, eben, der ist hinterm Vulkan. Aber mit das wäre auch mal eine Reise wert. Aber mit Einzeichnen ist da nicht viel, ne? Leider nicht, es sei denn, es gibt da noch einen Trick. Ja, kack erstmal vor die Karte, ey. Farbe? Ich hab die ja gerade da, ich kann mal gucken, was passiert. Nö, da kannst du bloß die Ränder beenden. Obwohl. Nein, Moment, warte mal. Oh, hä? Hä? Was? Wer, wie, wo? Jetzt richtig, warte mal, wie war das? Verstärken mit Steuerung. Hallo? Ja, hi, hier bin ich. Shift plus. Rechte Maustaste? Was denn? Oh, Entschuldigung. So, also ersetzt da irgendwo Farbe dran, aber ich weiß nicht wohin. Auf jeden Fall. Ja, erstmal egal. Irgendwie geht es wohl da drin zu malen. Interessiert mich dieser zweite Berg jetzt. Und ich wollte eh Metall holen, also mache ich da kurz einen Abstecher und guck mir den mal an. AG, wo bist du? Da ich mach mal Farbe jetzt ohne Ende. Ach du je. Gelb und blau und da und Tinto und weiß. Und schwarz habe ich. Auch ganz viel grün. Muss ich nur. Ja, grün muss man irgendwie färben, also mischen, und das habe ich noch nicht so raus. Muss ich nochmal nachlesen? Wir und unsere Farben. Ist der Fabricator. Anwalts, also macht er was? Achso, den kannst du wieder ausschalten. Ich habe noch ein paar Kugeln gemacht. Ja, der ist nämlich laut. Ja, aber der Generator in der Hütte, ne? Ah, da habe ich mich schon dran gewöhnt. Das ist ja nur derselbe Ton, ne? Nicht so ganz. Ja, okay. Na dann, ist halt nicht derselbe Ton. Ja, kann sein. So, da ist mal alle Vulkan, fünf. Hä? Von 1 bis 5 alles drücken an der Trommel. Alles gleichzeitig. Passiert nicht viel.
Irgendwie macht er dann trotzdem immer nur einen Knopf, ne? Was für ein Spielzeug. Okay, und tschüss. So, jetzt muss ich nur überlegen, was gab es denn dann noch? Aber so wie es ausschaut, ist der Berg dahinter, wenn es der ist, den ich gerade sehe, ist der doch nicht wirklich groß. Ich steuere gerade auf den Vulkan zu und dahinter ist ein Berg, der ist aber klein. Der Eisberg wirkt interessanter, weil groß. Ja, ich bin ja in der Nähe, also hier rein. Da braucht auf jeden Fall Holzkohle. Müsste ja rechts direkt daneben sein, ist das der? Sind eigentlich die Wasserschläuche hin alle? Wir hatten Wasserschläuche. Na hier, diese Trinkteile da. Oh, du fragst mich. Eins habe ich dabei. Na, eins habe ich auch. Ich hatte mal ganz viele gemacht. Egal, dann mache ich noch mal ein paar. Kann ja nicht so schwer gewesen sein. Das müsste dann. Oh, das ist doch ein kleiner Berg. Oder der da hinten. Mann, manchmal wünsche ich mir dieses Spiel mal richtig normale Karte. Ne? Ja, unten links oder so. Erstens das, plus eine, wo du genau siehst, wo du bist. Und nicht so halbwegs. Na, nicht so einen fetten Knopf da drauf. Ja. So, Crystal brauchst ja keinen mehr, wohl sehe ich jetzt hier auf Anhieb überhaupt eh erstmal gar keinen mehr. Naja. Komm her, Metall. Ich habe vergessen, den oben zu füttern. Jetzt ist er bestimmt wieder auf null runter. Ja, den werden wir doch auch irgendwann mal tamen, ne? Die Betonung liegt auf irgendwann. Ja, da war wieder auf null. Ja, vielleicht schaffe ich es jetzt diese Folge dran zu denken, immer wieder hinzurennen. Wieso noch ein bisschen Zeit, wenn da so jede Minute. Dann könnte das klappen. Hätte, Mit hätte Rappen, Fahrradkette. Pappen. Ne, ach so. So, ein Wasserschlauch und erstmal blau. So, dann gehe ich noch mal da hoch, Ein füttern. bisschen geht noch. Oh, da kann ich noch einen Haufen Metall mitbringen. Tatsächlich da. In einer Minute habe ich den zweimal füttern können. Na dann. Das geht doch ganz schnell. So, da geht immer noch was. Oh, Agi, du Lastentier. So, jetzt hat er noch AA gemacht. So, 600. Aber ich gucke dem jetzt nicht die ganze Zeit zu. Ich gehe da einfach nochmal hoch. Komm. Blaue Farbe müsste auch schon fertig sein. Das wird ja wohl jetzt Perfekt. lang. Puh, ein Haufen Metall. Aber jetzt ist er überladen. Schade. Schmeißen wir mal das weg. Nein, immer noch überladen. Schmeißen wir mal das weg. Schade, immer noch. So, gelb. Was? Gelb, gelb. Geht doch. So, einmal Orientierung. Ich glaube, ich muss wieder nach da hinten. Ist schon mein Orientierungssinn. Der ist Katastrophe, ist das. Brauchst beim Autofahren wohl immer ein Navi? Kommt drauf an, wo ich hin will. Auf längeren Strecken auf jeden Fall. Ja, bei mir weiß ich gar nicht. Also, es kommt darauf an, wie kompliziert die Strecken eher sind. Zum Beispiel hier in Leipzig, dann gucke ich immer, ja, da muss ich da abbiegen, wenn ich jetzt mal in eine Ecke fahre, wo ich sonst nie bin. Komme ich eigentlich ganz gut zurecht, wenn ich mir das vorher auf der Map angucke. Da komme ich gut zurecht. Na gut, ich sag's mal so. In Großstadt ist das immer so eine Sache.
In Frankfurt zum Beispiel verzweifle ich immer. Frankfurt. So, jetzt Nö, muss ich. eigentlich geht das. Am schlimmsten ist, wenn du in so Großstädten dann erstmal übelst im Stau stehst. Eigentlich Ja, das ist wirklich schlimm. Hatte immer ich heute wenn du da Morgen. bist. Also die ganze Arbeitsstrecke war ein Stau, keine Ahnung. Ich frage Eine mich. Baustelle reichte aus irgendwo und das staut sich bis drei Ja. Kilometer in durch drei, nee, vier verschiedene Stadtbezirke. Das ist manchmal in Frankfurt ist das nicht anders. Aber manchmal frage ich mich, Berufsverkehr ist das eine, aber in so Städten scheint Berufsverkehr 24/7 zu sein. Ne? Ja. Also es kommt auch darauf an, wie gut man eine Stadt kennt, ne? Ist klar. Zum Beispiel in Berlin komme ich eigentlich gut klar, weil ich da schon sehr oft gewesen bin. Richtig, noch nie. Denke mal, erst mal in Frankfurt würde ich auch ein bisschen bekloppt werden, da rumzufahren mit dem Auto. So, da ist der Dümpel, doch Dümpel. Das heißt, da hinten irgendwo müsste unsere Hütte sein. Warum fliege ich eigentlich so hoch? Ach so. Irgendwas fehlt da noch. Blau, so Stimbeere weiß, ne? Fragst du mich das gerade wirklich? Nö. Na gut, dann hat sich das ja erledigt. Oh oh. Sturzflug, du Agi. Wir müssen ein bisschen Ausdauer aufladen. Und füttern. Ne, Hunger hat er keinen. Ja, ich glaube, man muss schon wirklich in der Nähe bleiben bei dem. Ach, den meinst du? Ich hab gedacht, du wolltest redest mit Magi. Ne. Dann nicht mit dem. Was ist denn da hinten los? Vier Trikes gehen auf irgendwas los. Ach, ich bin in der Gegend schon wieder. Ha! Hier will doch irgendwie alles. Tatsächlich, das waren vier Trikes, die auf irgendwas Kleines gegangen. Das waren Skorpion. Boah, 4 Trikes, krass. Wie stark war der Skorpion, bitte? Keine Ahnung, aber er war wohl eine Bedrohung, sonst wären die nicht zu vier draufgegangen. So, lieber Agi, aufgepowert, weiter geht's. Ein bisschen haben wir noch. Aber dann habe ich keine Ahnung, wie viel Metall das ist. 400, 500 bestimmt. Metallprobleme wären erstmal erledigt. Ich glaube, den muss man mit was anderem füttern. Kann das sein? Armerbeere. Warum? Ja, steht zwar da, aber so richtig komme ich nicht drüber. Bis der wieder Hunger hat, ist das schon wieder fast unten. Okay, ja, dann müssten wir mal andere Beeren probieren. Oder Fleisch? Nee, es steht ja da, extra Armerbeere. Okay. Warte, bis es wieder hungrig ist. Es hat jetzt Hunger zu haben. Ne? Hier ist ein wilder Flugsaurier. Ja, komm, da habe ich jetzt keine Lust. Aber wo ist der Flugsaurier? Genau über mir. Nicht. Keine Muni mehr! Das ist dann natürlich wieder ärgerlich. Ich hab den gerade voll gegeben, Junge! Junge. Ich hatte mein Kühlergrill. Er ist total verbogen. Ja, genau. Mach aus diesem Film mal ein Trinkspiel, dass du bei jedem Junge einen kurzen trinken musst. Ich glaube. Ja, sie lacht schon. Ich glaube, noch nicht mal im halben Film hatten wir zwei Wodkaflaschen leer und lagen beide total rotzevoll in der Ecke. Nie wieder, sage ich dir. Weiß habe ich noch nie rausgeholt, Junge. Muss ich rausnehmen? Nein. Habe ich doch mitgenommen, Junge. Wo habe ich ihn getan? Kannst du jetzt auch noch Holländisch oder was? Oder Na, da ist zumindest. er ja. So viel Metall, ich kann das gar nicht alles auf einmal tragen. Bei uns gibt es ja auch das, was die da essen, diese Frikandeln, ne? Dieses Fleisch am Spieß. Echt? Keine Ahnung. Ja, das gibt es hier bei uns beim Curryladen. Fleisch am Spieß.
Ja, wenn man das im Film so sieht, sieht es natürlich schon interessant aus, ne? Ja, ich werde das bestimmt auch irgendwann mal probieren. Oh, der Agi hat schön Klumpen hingelegt. Perfekt. Wollte nämlich gerade eh zu den Düngern. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel ich jetzt eigentlich insgesamt habe. Ja, okay, 409 Metall waren's. Nein, hier sind nur noch 70 drin. Oh, ich bin euch nur in der Basis gewesen, ey. Wenn ihr mal richtig Action haben wollt, auch und das ist euch zu langweilig ist, sagt das auch mal in den Kommentaren. Dann mache ich auch mal weniger hier. Nur so ein bisschen das Heimchen. So, weißt du, was ich jetzt einen Haufen Holz darüber tragen muss? Holz, Junge! Ey, fängst du einmal mit sowas an, ne? Irgendwie war es ja schon geil. So, schwarz mache ich aber noch eben, schwarze Farbe. So, ich wollte gerade sagen, wir sind schon wieder drüber. Nein. Ach, so blöd das auch immer klingt. So, schon wieder 80 Benzin hier. Alter. Hast du eigentlich noch Munition gemacht? Ja. Warte, ich. 12 Stück sind noch dann drin. Ich habe mir auch gerade nochmal 12 genommen. Und es werden bald mehr, dann haben wir auch schon wieder genug Zeug für. Achso, Benzin wollte ich hier noch reintun. Achso. Da. Wenn wir jetzt überzogen haben, dann überzogen wir nochmal ganz kurz. Richtig, ich muss hier noch. Hier ist noch ein Haufen Cheesepulver. Wie habe ich denn schwarz gemacht? Keine Ahnung, mit Narkobären ging das. Ah, sind zu wenig drin, alles klar. Ja, dann beziehen wir richtig. Schwarz will ich jetzt noch komplett machen. Nein, die reichen noch nicht, die zwei. Oder? So. Aber wir haben ja da hinten noch Hätten wir unsere. die ganze Holzkohle von damals aufgehoben. Oh, es ist jetzt so ärgerlich. Ja, Ärgerlich ist das es. weiß man immer nicht. So, Waffen, Munition. 22 könnte ich noch herstellen, aber das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Oder hast du noch was? Ja, ich will noch die schwarze Farbe eben fertig machen. Gibt's hier was, was wir abschießen können in der Luft so lange? Ich Weißt sehe du, nix. was das Schlimmste an der Knarre ist? Ich hatte vorhin irgendwie 12 Schuss drin. Dann drückst du einmal drauf, ist alles schon wieder weg. Ja, das stimmt. Musste schon besonnen mit umgehen mit der Muni. Naja, oder wir müssen einfach, so wie wir es jetzt gerade haben, einen Haufen Metall und Schießpulver mal scheinbringen, ne? Machen wir auch noch. Aber nicht mehr heute. Ich bin dann soweit. Sagen wir mal. Hast du jetzt Danke fürs dein Schwarz? Einschalten. Oh, hier ist Holzkohle drin. Warum sagst denn du das nicht? Brauch dich ja selbst. Aber das ist ja nicht viel. Also, Achso. wie gesagt, danke fürs Einschalten. Und ja. Abonniert auch mal den Korti oder schaut mal rein bei ihm. Und damit Yay! haut er Und rein. na Bis dahin. Tschüss. schaut natürlich auch beim Danger vorbei. Und wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.